Für alle Fußballmanager 2012 Fans geht es jetzt weiter. Endlich, nach 2 Wochen Aufnahmestopp kann ich wieder starten. Denn normalerweise sollte heute am Dienstag Pets Internet soweit wieder funktionieren, dass wir heute richtig Gas geben können. Doch Unity Media hatte ein Problem festgestellt und musste beendet werden, hahaha. Nein, und konnte halt das Internet heute nicht verlegen. Da unsere Partzeit aber enden, müssen wir euch ja auch irgendwas bieten können. Deswegen sitze ich jetzt hier alleine. Ja, super, ne? Ich werde es so handhaben ein wenig, dass ich jetzt einfach versuche, als neutraler Kommentator ein wenig zu kommentieren. Und ab und zu den Bruce reinzubringen. Aber jetzt unterhalten über irgendein Zeug werden wir uns jetzt so nicht. Von daher geht es los. Bier macht dich schön warm. Schön wieder positionieren vor den Fans, vor diesen Pub-Fans. Der Ref sieht auch richtig motiviert aus. Dann machen wir das nur ein wenig schneller noch und es kann losgehen. Pinky Dortmund ein wenig, ich weiß gar nicht, waren wir in einem Formtief? Ich glaube, wir haben die letzten Spiele verloren, Fragezeichen. Wie gesagt, 2 Wochen ist es schon her, ich habe da jetzt keine Ahnung. Ein Sieg gegen Vizekusen ist hier natürlich fast Pflicht. Vor allem, weil wir auch weiter nach oben wollen. Wir wollen immer weiter. Die Meisterschaft ist noch zu erreichen. Aber so nicht. Fehlpass von de Witt, vielleicht jetzt über der Jock. Aber die Defensive von Dortmund steht. Olthoff auf de Witt. Versucht's weiter nach vorne. Klos ist durch. Martin. Rüdes Foul. Gibt's da gelb? Keine gelbe Karte. Freistoßgelegenheit. Olthoff tritt. Knapp am Tor vorbei. Wiese spielt bei Leverkusen immer noch. Nee, nicht immer noch. Spielt es bei Leverkusen. Das wollte ich sagen. Und hält nicht. Olthoff. 1:0. 12. Spielminute. De Witt wird da ein bisschen gefoult, verliert den Ball an Olthoff. Er zieht ab in den Winkel. Das kennen wir ja von diesem Spiel. Schön! Wird Leverkusen hier wird Leverkusen der Ausgleich gelingen? Vielleicht über Ivanschitz. Aber Panewitz in der Defensive von Dortmund ist da. Doch das Aufbauspiel wird auch sofort unterbrochen. Von beiden Seiten immer. Man kommt nicht nach vorne. Vielleicht jetzt über Piachnewitz auf Klos. Aber Baltar ist da. Schön! Derdiok versucht es nochmal, Panewitz versucht zu stören. Inler, Bunga ist da und kann sich den mal anfangen. Konter vielleicht jetzt über Klos. Klos wäre durch. Klos ist durch und trifft. Das ist unglaublich. Pinky Dortmund 2. Leverkusen 0. Schönes Tor. Schöner Konter auch. Wir schauen uns das jetzt gleich nochmal an, wenn er es zeigt. Doch der Jubel ist hier gerechtfertigt. Hier, schön. Diesmal läuft Klos durch, lupft. Ohoho, über den Torwart. Und das Ding landet im Kasten. Super. Für Leverkusen sieht es momentan ganz schlecht aus. Der Diok versucht's. Aber Bier kann den Ball da nicht festhalten. Juan. Von hinten nach vorne heißt hier die Devise. Wenig Anspielstation scheint Leverkusen hier zu suchen. Bier. Schön weiter Abschlag auf Klos de Witt. Schöner Pass auf Olthoff. Dieses Tor. Dieses Tor ist verdient. 3:0. Michael Olthoff. Auch dieses Tor ist einfach super. Wir schauen uns das. Ja, das ist super. Ja, super. Da schauen wir uns nochmal an. Schönes Durchspiel und Olthoff verwandelt erneut in den Winkel. Hat der Mann nicht seinen Stammplatz wieder verdient? Da müssten wir mal mit Trainer Brusaner reden. De Witt. Klos. Erneut schöner Pass auf Olthoff. Diesmal ein wenig verzogen. Ein bisschen warten können. Hedda. Wollte aber nicht. Ein bisschen auch übermotiviert. 3:0. Er wollte seinen Hattrick sicher machen. Pinky Dortmund scheint beflügelt. Elfmeter. Gelbe Karte. Also für mich war es klar, Elfmeter. Das möchte ich noch sagen. Für Erfain Juarez. Wir schauen uns das nochmal an. Ja, klare Elfmeter? Fragezeichen. Ja, Elfmeter. Olthoff tritt an. Und trifft. Hattrick macht er voll. 4:0. Dortmund reißt Leverkusen auseinander. Hier sehen wir es nochmal. Der Keeper entscheidet sich für die richtige Ecke. Ich glaube, der Ball knallt sogar noch auf ihm auf. Aber zu spät. Keine Chance gehabt anscheinend. Also ein guter Keeper hätte den vielleicht gehalten, aber es ist ja auch nur Tim Wiese. Derdiok. Auf Schürrle. Natzt hier 2 der Dortmunder Verteidiger. Aber die Defensive ist momentan wirklich gut zu stellen. De Witt auf Olthoff. Setzt sich gegen Juan durch. Schießt. Was ist hier denn los? 5:0 Schützenfest in Dortmund.
Also wenn dieser Mann seinen Stammplatz nicht wieder bekommt, wer dann? Wie es sieht hier ganz, ganz schlecht aus. Das ist ja fast peinlich. Ivancic, setz dich schön durch. Anschlusstreffer. Hier fallen Tore über Tore. 6 Tore in der ersten Halbzeit. Das ist ja unglaublich. Andreas Ivancic. Vorlage von Derdiok. Wir schauen uns das nochmal an. Ja, mir fällt da mehr, anstatt zu springen. Hätte man haben können. Aber gut. Ich denke, die Leistung von Dortmund wird es nicht schmälern. Oltoff versucht es nochmal anscheinend. Bumstal. Witz, Klos ist durch, wird meines Erachtens hier unten ein wenig gefault. Halbzeit, sagt der Ref. Auch, wir analysieren das hier mal ein wenig. Von den Schüssen und Ballbesitz, Ballbesitz nicht, von den Schüssen sind, ist Dortmund klar besser. Ballbesitz hat Leverkusen ein wenig mehr, aber gut. Dortmund macht mehr aus seinen Sachen, Schüsse aufs Tor, 5. Und 5 Dinge haben sie dann auch letztendlich gemacht. Super Ausbeute. Wir schalten in die Kabine. Trainer Bruce Daniel lobt seine Mannschaft zu Recht. Bunga Bunga wird motiviert. Panewitz wird motiviert. Und Klos wird gelobt. Es geht weiter auf dem Spielfeld. Leverkusen muss noch 4 Dinger schießen, um auszugleichen. Ist ja definitiv machbar. Vielleicht jetzt über Ivancic. Ja, fast in Richtung Eckfahne geschossen. Frühe Wechsel hier. 46. Minute. Alex kommt für Joel Matip. Na gut, hätte man auch in der Halbzeit machen können, meines Erachtens nach, aber nein. Subi hält den Ball. Weiter Abschlag auf Derdiok, das war nicht so gut, Schürrle. Aber Bunga Bunga ist da. Leverkusen bleibt trotzdem im Ballbesitz, Derdiok. Bier hält den Ball, schön. Wieder weiter Abschlag, vielleicht mal kurz versuchen, denn dabei landet er neu bei Derdiok. Schürrle. Schürrle, aber Nico Bunga ist da. Panewitz, jetzt vielleicht, Klos. Klos im Angriff, Alex haut ihm da den Ball vom Fuß. Aber auch die Defensive von Dortmund steht sehr gut. Klos wäre durch Abseits. Klare Abseitsstellung hier von Daniel Klos. Leverkusen versucht's über die Außen. Schürrle. Aber die Defensive, die Innenverteidigung speziell, ist wirklich sehr gut heute von Becky Dortmund. Klos über rechts. Schöne Flanke auf Pierre de Witt. Das war klarer Elfmeter. Moment, mal ganz ehrlich. Schauen uns das F11 war das, glaube ich. Hallo? Oder F12? Nasty Framerate. Mach die mal wieder weg. Hallo? Hallo? Ach, guck mal. F7, F6, F5. Ja, keine Ahnung. F4? Also das war jetzt fahrlässig von... hallo? Bisschen schnell. Das war fahrlässig von Pierre de Witt, den Ball nicht zu machen. Wiese war schon geschlagen. Klarer Elfmeter auch für mich. Wiese geht in den Mann. Aber okay. 2 Elfmeter in einem Spiel wären auch schon zu viel verlangt. Oltoff kann sich dagegen nicht durchsetzen. Aber jetzt! Wohin er da auch passen wollte, weiß ich nicht. Abseits. Ich würde gern wechseln. Beziehungsweise Bruce würde gern wechseln. Ne? So, Push für Krebs. Top. Dann haben wir den hier noch. Bumstal für... Ja, komm, wir können eigentlich mal... Was bringen wir denn da? Ich glaube, Arthur können wir da mal bringen. Ist ja relativ Wurst. Wir widmen da 1. Hm? Naja, wenn meint. Und ich werde mal Zeus für Bunga Bunga bringen. Ich denke, da wird da hinten nichts mehr schief gehen. Oder Saliovic. Ivan Schütz. Derdiok. Latte. Hui. Hat sich hier die Kameraperspektive gerade geändert? Übertragung. War das Übertragung? Ich glaube ja. Müsste eigentlich hinhauen. Knapp daneben ist auch vorbei von Leverkusen. 20 Minuten sind noch zu spielen. Elias Bier immer mit den weiten Abstößen, die nie den Abnehmer finden. Die landen irgendwie immer bei Derdiok. Inla. Ach, Zeus, schön geklärt. Pierre de Witt, Fehlpass auf Juan. Olter versucht sich den Ball jetzt hinten zu holen, aber Derdiok. Zambrano kann noch mal klären. Das wird ganz normal hinten eng jetzt für Pinky Dortmund. Zwar nicht knapp, aber ein Gegentor ist natürlich immer unschön. Wir müssen da jetzt einige Male eingreifen. Zambrano. Arthur. Oltoff. Ja, Juan klärt beziehungsweise löst David vom Ball. Zeus hinten momentan sehr effizient. Noch keinen durchgelassen. Was war das? Da wollte er für Leverkusen klären, den Angriff kurz abhauen. Lenz kommt für Derdiok. Und Oltoff ist immer noch in-game. Foul jetzt. Sidney Sam kommt für Ivancic.
Der Freistoß von Olthoff landet diesmal tatsächlich weit in Wiese, erhält den Ball, es ist ja unglaublich. Krebs auf Olthoff, war im Abseits. Arthur, über links. Ja, hätte Olthoff den Ball auch entgegengehen können. Jetzt wäre Lenz durch. Lenz auf Sidney Stam. Er verwandelt. Jetzt kriege ich keine Wiederholung mehr oder so. Tatsache kriege ich nicht. Albator auch ein. Entschuldigung. Was ist das? Ja, Klos trifft. 6. Hallo? Ich habe was kaputt gemacht jetzt. Ich war es nicht. Na gut, es geht 5-2 aus das Spiel. Mit die Tore von Olthoff. Und eine Klos. Ivan Schitz trifft, so wie Sidney Sam für Leverkusen. Schönes Spiel, sehr schönes Spiel. Ergebnisse. Wir schauen drauf. Wir bleiben auf Platz 5. Können Leverkusen aber ein wenig näher ranholen. 4,3 Punkte, Entschuldigung. 3 Punkte fehlen uns jetzt noch auf Leverkusen und Dortmund. Das heißt, sollten beide patzen, haben wir den Champions League Platz inne. Das wäre natürlich Schnieke. Wir schauen auf die Stimme. Trainer Bruce Daniel sagt, wir waren viel zu offen hinten und haben viel zu viele Chancen zugelassen. Von daher kann man nicht zufrieden sein mit dem 5-2. Wir können uns bei Mika Arnold bedanken, der uns vor einem Gegentor bewahrt hat. Ja, ne? Wisst ihr Bescheid, die Spieltagsstatistik. Olthoff müsste drin sein, ist auch so, genau wie du willst. Wie schaut es mit dem besten Spieler aus? Klos? Auch Olthoff hat sich durch seine drei Buden... Vier? Drei? Ich glaube vier, ne? Puh, mal kurz gucken. Mit seinen vier Buden weiter nach oben gepölt. Gut. So, die Wintereinkäufe werden bewertet. Ludewig wurde als guter Griff abgestempelt. Nur Mitläufer ist Kolja Putsch. Sieht man die Framerate da oben eigentlich? Ist sie da unten? Ist sie da? Ist sie weg. Alles klar. So. Morgen haben wir ein Fanclub-Treffen, beziehungsweise heute. Der fitteste Spieler ist ja recht unwichtig, die Reserve gewinnt 1-0, Mannschaft der Woche, Pferde wird um Michael Otto, wissen wir ja bereits, und das Fanclub-Treffen. War ein voller Erfolg, das ist doch schön. Die Fanclub-Vertreter waren über die Aussagen des Spielers sehr erfreut und versprachen, das Team in Zukunft gerade auswärts noch mehr zu unterstützen. Mehrere Projekte wie eine große Fahne und eine neue Choreografie wurden in die Wege geleitet, sie gewinnen 6 Punkte Beliebtheit. So muss das. Machen wir weg. Im nächsten Spiel geht's gegen Bremen, der zweite gegen den fünften, das ist auch wieder ein Pflichtsieg. Doch das sagt sich ja immer so leicht. Das Training einstellen. Die Trainingsgruppen. Abwehr Mittelfeldsturm. Die Abwehrarbeit. Das Aufbauspiel. Und natürlich die Torhüterfähigkeit. Individuelle Spieler sind ja bereits eingestellt. Das vergesse ich immer wieder. Teamführung. Pilowski. Du bist eh scheiße. Hoffmann. Du hast den Song sehr verbessert. Findet er nicht so? Ich würde gerne Olte für sein letztes Spiel loben. Er freut sich. Ludwig, du hast gut trainiert. Was Lea, du hast auch gut trainiert. Spielst du überhaupt noch? Hahaha. Push, du hast gut trainiert. So, mehr habe ich keine Lust. Weiter geht's. Hammer, unsere D-Junioren gewinnen 3-0 gegen Büdelsdorf. Hammergeil. Ich denke mal, da können wir richtig stolz auf unsere D-Junioren sein. Halbfinale. München kickt Schalke 04 aus Turnier. Aus Turnier, weißt du? Aus dem Turnier. Aber das war, wenn euch das mal anschaut, das war recht knapp. Zur 81. stand es 1-1. Da hat Gomez und unser Toni Klos noch das Ding gemacht. Lewandowski schießt. Hannover ins Finale. Na, bin ich mal gespannt. Wird Hannover mehr gönnen als Bayern? Definitiv. Mein beider Kurs an S04 Striker, dass Schalke rausgeflogen ist. Es tut mir leid. So, jetzt aber. Bremen. Schön. Es wird Toni Klos gezeigt, er traf zweimal im Hinspiel. So, Olthoff hat sich den Stammplatz definitiv verdient. Ludewig musste noch ein Spiel auf der Bank versauern.
Ich würde gerne für das Spitzenspiel wieder auf rechts unseren Krebs bringen. Und ich bin überlegen, ob ich Zeus spielen lasse. Ja, ich glaube, ich lasse Zeus spielen, er hat es verdient. War das denn richtig für Bunga Bunga? Ja, richtig, genau. So, Altop bleibt. Und ich denke, soweit haben wir da noch alles geklärt. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao.